Gott sei Dank, das musst du nicht mehr machen. Beginne deine nächste Mission. Neue Wohnung freigeschaltet. Schau auf der Karte nach. Kompromittierende Karren ist das nächste, was wir hier machen können. Bleib jetzt einfach bei dem Gesuchteil, weil ganz ehrlich, also hast ja gesehen, er tötet drei Gegner, schon sind sie wieder dran. Das bringt überhaupt nichts, sich hier neu einzukleiden. Das wird die ganze Zeit so weitergehen bei Joe's Adventures. Macht einfach nichts her, wenn du jetzt hier einen Klamottenladen überfällst. Das bringt dir einfach nichts, ja. Hast sie direkt danach wieder am Haken. Muss ich jetzt weit runterrennen hier bei den Hills. An alle, Aktion abgeblasen. Zurück zur Wache. Das ist sehr freundlich, dass sie sich zurückziehen. Nicht anders zu erwarten gewesen. Jetzt schlage ich auch meine Scheibe hier ein. Quicksilver Windsor. What a night with 2 ounces for crying out loud. Oh, this isn't just any cigar. This is a Raphael. So, wir sitzen hier wieder in dem Auto und können jetzt dann natürlich damit die nächste Mission ansteuern. Die ist gleich hier drunter. Da müssen wir uns nicht lange hier aufhalten. Naja, klar, das Ding hält wieder allem stand. Da freut man sich jedes Mal, wenn man hier kurz dagegen dotzt. Oh, im Krankenhaus. Kompromittierende Karren. Wie es aussieht, hat der kleine Scheißer, der den Kingfisher gekauft hat, Mist gebaut. Das Arschloch hat den Wagen für ein Ding benutzt und dann ist er zu Fuß abgehauen. Joe, die Cops haben den Wagen jetzt. Wenn die anfangen rumzuschnüffeln, dann wird das einen Haufen Leute, die wir kennen, sehr nervös machen. Finde den Wagen und lass ihn verschwinden, sonst sind wir beide am Arsch. Beschaff den Berkeley Kingfisher von den Cops wieder und bring ihn zu Bruski. Klau das Auto von der Polizeistation und fahr es zu Bruski. Das sind jetzt auch viele im Gebiet gerade. Also ich habe hier drei Polizisten auf Streife hier. Und da ist nochmal ein Auto. Die Polizeistation ist genau hier dran. Jetzt wissen wir nur noch hier, da ist der Hinterhof, da steht es irgendwo. Da an dem Pfeil ist es. Mache ich das Tor nieder. Guten Tag, die Herren Ordnungshüter. Na, ich reiß hier einfach mal alles nieder. Okay, da hat eine Schrot. Vorsichtig. Komm raus da. Das war ein kritischer Treffer. Okay, knacken wir das Teil. Jetzt nicht unbedingt die beste Idee, hier so ein Teil mit 5 Schlössern zu knacken. Verdammt. Scheiße. Das wird ein bisschen dauern. Hör auf, da rumzuballern. So, wir werden jetzt natürlich auch hier steckbrieflich gesucht. Bring den Wagen zu Bruski. Aber der hat ja kein Wort darüber verloren, in welchem Zustand das Teil sein muss. Also mit Schusslöchern. Hier mit geklaubtem Nummernschild. Mit Polizisten, die dir hinten dran hängen. Na, will er alles nicht wissen. Es war ein bisschen zu heftig hier vom Drift her. Oha, da sind einige. Schnell vorbei da. Die verfolgen dich auch, wenn du schon längst 200 Meter an ihnen vorbei bist. Wir haben keine Musik, meine Freunde. Das ist ein bisschen hier zur Untermalung. Da kommen wieder zwei die Autobahn runter. Und wir sind drauf. Oh, war das knapp. So, hier holen wir uns noch mal ein bisschen Punkte ab. Ja, so ein paar Trostplätze. Ich meine, wir konnten keine holen, weil die Polizei war unser Gegner.
Okay, wir sind da. Wo sollen wir es hinbringen? In die Garage. Das ist Rang S. Also viel wurde hier nicht erwartet, dass man hier die Bestmarke holt. Damit stehen wir wieder mittellos da. Beginne deine nächste Mission. Wo haben wir sie denn? Ja klar, am anderen Ende der Welt. Limo-Action, toll. Ja, da haben wir wieder den ganzen Spaß hier. Vom einen Ende zum anderen, ja. Und das vollkommen unbezahlt. Aber warte mal. Dann würde ich zumindest mal... Mein Gott, ist das immer abgehakt hier. Vorhin ins Modegeschäft da. Können wir den Steckbrief wegmachen, falls es bei Derek was Ernsteres wird. Ja, und ich kann mir jetzt natürlich auch wieder ein komplett neues Auto besorgen, weil nichts da ist. Da haben sie uns mal wieder die ganze Bandbreite hier gegeben, hier, wie es Spaß macht. Polizei nervt auch. So. Als hätten sie es nicht eh schon freigegeben. Immerhin freundlich rausgezogen, ne? Damit wird auch dieses Auto steckbrieflich gesucht. Was aber allerdings normal ist, wenn man ein Polizeiauto nimmt. Die Kollegen. Ballern jetzt mal wieder alles nieder hier. Sonderlich viel Spaß werden wir jetzt nicht auf der ganzen Fahrt haben. Allerdings der Vorteil ist natürlich, wir sind in einem schnellen Auto unterwegs. Das heißt, auf dem Highway, da können wir, da wollen sie, dass ich runterfahre. Keine Lust drauf. Wir bleiben drauf. Zumindest bis hier die ganze Eskorte da hinten abgehängt ist. Tja, genießt die Fahrt. Wir haben nämlich kein Radio hier auf der ganzen Polizeistation. Da müsste ich jetzt eigentlich runter, aber ich kann nicht. Ich habe die Ausfahrt verpasst. Was allerdings natürlich den Vorteil hat, dann können wir weiterhin schnell hier oben rumfahren. Ah, die Kollegen. Haben aber natürlich jetzt das Auto. Natürlich auch der zweite Wagen hier dran. Und natürlich mit einer Automatikpistole. Sinn und Verstand und Maß halten bei der Übertreibung. Gibt es einen Waffenladen, aber ich sehe davon nichts, ja. Ich habe nur die Straße vor mir im Blick. An alle, Aktion abgeplant. Zurück zur Waffe. Und schon wieder zwei. Das kannst du doch nicht ernst meinen gerade. Ich mache einfach hier mittendurch, ne? So, jetzt muss ich aber tatsächlich mal runter, sonst weiß ich nämlich nicht, wie weit wir uns noch verfahren werden. Und wir sind wieder in der Stadt. Da ist das Geschäft, das wir hier überfallen wollen. Das hat den Vorteil, dann sind wir hier gleich am Hafen. Ja, dann haben wir die Fahrt gleich erledigt. Das ging doch ganz schnell. Natürlich sehe ich mich um. Ich muss jetzt die Typen loswerden. Scheiße, wir haben ein Tötungsdelikt. Tatverdächtiger ist bewaffnet. Roger. Geht doch mal aus dem Weg, da wird gleich geschossen. Kollege am Boden, schießt! Verstanden. Will ja nicht, dass denen was passiert, ja. Abgeblasen. Zurück zur Wache. Ich erledige Gegner nur nach Maß. Nehme ich mein Hemd und raus da, weil gleich kommt der Rest vom Schützenfest. Ja, hier stehen zwei Taxis auf jeden Fall. Nehmen wir uns einfach mal hier ein Taxi. Alles klar, wir haben's. So, dann gibt's jetzt Limo-Action. Wir haben den Fahndungslevel weg, das heißt, die werden jetzt aufhören mit Automatik zu jagen.
Aber wir werden natürlich beginnen, sobald wir die nächste Mission starten, ne? Also los werden wir die im ganzen Spiel nicht mehr. Da ist die Missionsbeschreibung. Halt dich mal hier, so. Lemo-Action. Hey, diese Autogeschichte fängt an, sich zu lohnen. Aber du wärst überrascht, wie viele von den reichen Drecksäcken die größten Geizhälse sind. Gerade habe ich eine Order für eine Limousine zu unserem, Discountpreis reingekriegt. Finde mir eine, bring sie zum Hafen, damit wir sie schnell ausliefern können. Dann kriegst du deinen Anteil. Aber Joe, diese Großstadtdeppen wollen sie in Top-Zustand. Mach einen Kratzer rein und du kriegst keinen Cent. Klau die Limousine und liefere sie im Hafen ab. Oh, ich weiß, dass das nicht gut laufen wird. Klau die Luxuskarosse in Hillwood. Ja, das ist wieder das andere Ende im Spiel. Du siehst, wir werden unseren Spaß haben. Dann mal schön zimmern. Der Wagen muss im perfekten Zustand sein. Da gibt es nämlich auch Bonuspunkte drauf. Bis dann halt wieder alles niedergeschossen wird, dann sagen sie, es ist vollkommen egal. Hauptsache, das Ding kommt an. Aber wir werden jetzt mal brav sein. Natürlich wieder nicht die beste Voraussetzung, dass wir dann in dem Quicksilver herumgurken. Da hätte es jetzt eher ein schnelles Auto getan, weil ich, wie gesagt, es ist ein sauweiter Weg dahin. Wir können auch keine Punkte jetzt gerade holen hier. Weil das Taxi kriegt gerade so die 70 hin, wenn man schnell fährt und dann halt auch keine Kurven hier irgendwie reinbaut. Und nun rasen wir los. Spürst du den Rausch schon? Also so wirklich nicht wahrscheinlich. Vorsichtig vorbei. Kurz hier Hallo gesagt an der Seitentür. So. Ja, das läuft jetzt wieder perfekt. Aber dieses Auto ist ja auch wurscht, ja. Das andere muss im Top-Zustand sein. Mehr als nur ein paar Driftpunkte hier, was fast eine Mücke gleichkommt, kriegen wir hier nicht. Ja, aber wovon ich davon ausgehe, ist schon mal, dass wir hier, wir sind schnell nach Hillwood gekommen. Also so schnell, wie es wirklich ging. Ich gehe mal davon aus, das Ding wird bewacht werden, weil es ist eine Limo. Heißt, egal wo das Ding steht, werden wir wahrscheinlich die ein oder andere Wache kurz machen müssen. Bevor wir dann wirklich wegfahren. Ja, sonst schießt er uns die Karre kaputt. Und das werden wir genauer sehen, wenn wir da sind. Da habe ich die Mülltonne abgeräumt. Nicht nur die Mülltonne, sondern auch meinen Frontspiegel. Also der ist wirklich nicht mehr da. Könnte aber auch natürlich mit einer kurzen Konfrontation hier mit einem anderen Verkehrsteilnehmer abgerissen worden sein. Man ausgerechnet bis ans andere Ende der Welt stellte sich dieses Auto. Da haben wir es. Siehst du, sage ich doch, da steht jedes Menge Personal, was dieses Teil hier bewachen wird. Und die Polizei ist wieder da. Wir können auch die Scheibe nicht einschlagen. Ja, wir müssen uns hier mit Schlösserknacken verdienen. Schnell, mach auf, die sind schon da. Naja, klar, fahr den Wagen zum Hafen. Mann, also jetzt mal im Ernst, Junge. Ich will ja normal fahren, aber guck's dir an. Diese Verkehrsteilnehmer sind das Hinterletzte in dem Spiel. Du stehst 10 Sekunden bis zu diesem Auto und schon ist alles demoliert.
Komm, ist mir jetzt auch egal. Mach das Ding kaputt. Ist mir sowas von Latte. Reiß die Motorhaube ab. Ist okay, ja. Was für ein Quatsch. Da fährst du den ganzen Weg und 10 Sekunden braucht dieses Dinges hops, ja. Unfassbar. Meine Damen und Herren, ihr seid das Hinterletzte. Und ihr wohnt im reichen Viertel, ja. Ich meine, die Polizei hat sich ja noch am vernünftigsten verhalten, ja. Mit Ausnahme des Fahrers. Die wollte nicht reinballern, ja. Die wollte einfach nur Handschellen anlegen. Das ist okay. Besser als mit Automatik direkt loslegen. Der wird sich freuen, wenn er das Teil jetzt in Empfang nimmt. Hey, was ist da mit dem Ding, was die ganze Zeit auf und zu klappt, ja? Kannst du ihm sagen, das ist so gebaut worden. Das glaubt dir keine Sau. Aber gut, Joe hat schon ganz andere Geschäfte gedeichselt mit irgendwelchen Lügenmärchen. Hoffe ich zumindest. Das wird sich jetzt nicht gut bei der Akte machen, ja. So, ein bisschen schnell fahren können wir dann doch mal. Und dann müssen wir runter. Wenn sie uns jetzt gleich hinten reinfahren. Weg mit dir, danke. Hoppla. Schnell rüber, der kommt jetzt gleich mit Höchstgeschwindigkeit drauf. Na, da war mir eher der Drift wichtig, als dass das hier irgendwie hier kompromisslos ins Ziel gefahren wird. Da sollen wir es parken. Stell den Wagen auf die Kranladebühne, um ihn an Derek zu verkaufen. Steig aus, entferne dich ein Stück in die sichere Zone. Rang S, das ist immerhin schon mal gut gelaufen, ja. Allzu zufrieden bin ich jetzt nicht von dem, was wir gemacht haben. Schmugglerglück ist das nächste Ziel. Wir könnten noch mal schauen, ob vielleicht der Laden wieder aufgemacht hat, den wir hier zuletzt bereits überfallen haben, ja. Die werden sich auch denken, was ist das für ein Verrückter, kommt ständig zu uns rein. Macht immer die Ladenhüterin kalt. Personal ist schwer zu finden, etc. pp. Und natürlich auch hier das passende Verkleidungsstück. Na bitte, bereits neu renoviert und bezogen. Aufgestoßen. Hier hat es an die Theke gescheppert, ich war das nicht. Naja, sollen sie ruhig kommen. Geht mal alle aus dem Weg. Leute, ihr müsst euch schon vernünftig verhalten. Ja, die Polizei ist auch merkwürdig hier, wenn es ums Schießen geht. Das ist ein schöner Anzug. Ich glaube, den will ich haben. Also ich nehme hier eh alles mit. So, einmal das ganze Repertoire mit. Dann gehe ich auch wieder. Ja, weißt was, wir können auch gleich ein neues Auto nehmen. Hier mitten im Krisengebiet gibt es nichts anderes außer den Houston Wasp. Oder das Teil da vorne. Aber ich habe mich jetzt bereits entschieden. Ja? Wir hätten auch den hier nehmen können. So, da müssen wir hin. Den lasse ich vor der Wäscherei stehen. Damit ich hier in Erfahrung bringe, wohin es uns verschlägt bei Nummer T.
Schmugglerglück. Joe, ich habe Leuten hören, dass ein paar Scheißkerle ohne unser Wissen was Großes durch den Hafen schleusen wollen. Das muss ich sofort aufhören. Schwing deinen Arsch dahin und stell fest, was ihr kleines Geheimnis ist. Egal, was du bei ihnen findest, bring es zu unserer Garage in Chinatown. Und hey, Joe, falls sich ein paar von ihnen bei der Aktion wehtun, umso besser. Fahr zum Hafen und klau die Lieferung. Begib dich in einem Wagen zum Hafen. Jetzt muss ich eh erstmal den ganzen Weg wieder zurücktrotten, bis ich dort bin, wo ich das Auto stehen gelassen habe. Das ist jetzt wieder nicht das beste Auto, was man sich für solche Zwecke aneignet, ja. Immer dasselbe. Na, dann fahren wir wenigstens ein wenig schnell hin. Weil der Hafen ist ja gleich hier. Sich einfach nur geradeaus. Es ist ein anderer Hafen als ursprünglich, wie immer. Schnappt ihr den beladenen Van. Nur der steht erstmal. Auf den Fahrer kalt und den Fahrer. Den Beifahrer. Die Polizei hat wieder Spaß dran. Ich hätte lieber die andere Karre. Oder eine Schrotflinte. Nur mal nicht so hastig, ja? Fahr den Van zu der Garage. Komm, starte das Ding doch. Ach, das sitzt noch. Wieso macht er den nicht raus, Mensch? Während die sich hier sammeln. Das hat mich jetzt fast die Lebensleiste gekostet. Fahr den Van zu der Garage. Ja, ich sehe nur noch Nebel. Gut, dass der in Deckung gegangen ist. Der weiß schon, was hier abgeht. Wäre nicht das erste Mal, dass hier jemand einen Schubert 38 zieht. So, und wieder mal hier ein Sternchen im Polizeipräsidium. Ich hab's eilig. Nur zwei von den Ordnungshütern. Ja, das kann ich halt wieder nicht abwenden. Komm, verfolg mich einfach. Mit der Schrotflinte. Es wird wieder spaßig. Der ist wenigstens alleine. Der kann nicht einfach losfuchteln. Aber dafür hängt er jetzt halt an dem Auto dran und wird's hier gegen alle möglichen Hausecken rammen wollen. So sind sie nämlich drauf, ja. Deine Freunde und Helfer. Der nächste, der jetzt dranhängt und schon wieder einen Schrotflintenschuss. Das könnt ihr nicht mit mir machen, ja. Ich habe hier teure Fracht an Bord. Das kann nicht einfach kaputt gehen. Schon gar nicht durch euch. Das war knapp. Da muss ich's parken. Rein damit. Rang S, weil wir es schnell geholt haben und die nächste Mission gestartet. Wo ist sie? Da ist gar keine mehr. Wir haben alles. Spiel abgeschlossen. In den Houston Wasp. Ja, ich dachte gerade... Ah, doch, da. Hier, Verbindung. Ist auch am Hafen. In einem anderen Farbensortiment als sonst. Guten Tag. Das habe ich zerstört. Na, gut versteckt hier die Mission, ja. Direkt dort, wo die andere war. Ach, muss er nicht, der stand bereits, ja. Der ist ja nicht mehr gefahren. Ja, Joe, das war ganz allein deine und meine Schuld. Ausnahmsweise. Häufig ist es nämlich tatsächlich der Verkehr, der dir hier offenbart, dass eigentlich alles so ist, wie es sein soll. Ah, vorbei, so.
in der Cafeteria vorbei. Wir haben keine Zeit, um hier die Lebensleiste zu füllen. Was wir aber vielleicht mal tun sollten. Jetzt ist wieder die Motorhaube ab. Ich weiß gar nicht, wann man die Ansage an die Frau gemacht hat. Die ist wahrscheinlich schon länger wieder hier als er. Ich meine, er ist seit wie vielen Stunden erst wieder hier? Mit Sicherheit nicht allzu viele. Da war die Kiste. Da war die Kiste. Das sieht hier richtig toll aus. Ist ganz da hinten. Mal schauen, was das hier zu bedeuten hat. Verbindung. Tony hat von Derek erfahren, dass ein paar Schwanzlutscher schweres Kaliber durch den Hafen schmuggeln, ohne Provision abzudrücken. Es geht nicht um die üblichen Kamellen, sondern um Militärwaffen, mit denen man auf der Straße ein Vermögen macht. Tony hat mit ein paar Leuten gesprochen und es sieht so aus, als würden er und ich dieses Ding drehen. Wir müssen denen alles abjagen. Hey, wenn ich das hinkriege, könnte das die Chance für mich sein, wieder reinzukommen. Triff dich mit Tony am Hafen, klau diese Waffen, koste es, was es wolle. Das war aus der Sicht von Joe geschrieben. Langer Ladebildschirm. Das ist eine wichtige Mission. Eine wichtige Angelegenheit. Hör zu, Joe. Alles läuft glatt, solange wir schön ruhig bleiben. Suche einen Eingang zum Lagerhaus. Tony Balls, ich bin dein Kollege fürs Grobe. Oh oh. Ich hab so das Gefühl, ich muss mich drum kümmern. Scheiße! Großartig! Dann oben auf die Hafentür. Ich bin hier! Ja, wie hätte ich es denn anders machen sollen? Du bist ja die ganze Zeit komisch gelaufen, ne? Ich treffe auch nichts mit einem ganzen Magazin. Vorsichtig, der hat hier direkt den Blick auf dir. Vorsicht, Ton. Also der eiert hier vor mir herum, das ist ja wild. Da schieße ich weitaus mehr als er mit seiner Schrotflinte. Ebenfalls ein kritischer Treff. Die Thompson nehme ich mit, meine Lieblingswaffe. Den habe ich gesehen. Und schön die Waffe runtergeschmissen. Ich danke dir. Bei seinem Ableben noch was Sinnvolles erledigt. So lobe ich es mir. Ist leider nur eine Schrotflinte. Ich habe eigentlich auf eine Gewehrswaffe gehofft. Oh, ich habe die Thompson. Ich habe so das Gefühl, Tony ist nicht mehr dort, er ist noch von der Partie. Schön draufhalten, dann kann ich hier ihn hinter den Fässern weg. Das ist meine Deckung. Ja, ich habe jetzt keine Wahl, er hat mich weggeschoben. Bin ich mürrisch. Den haben wir auch. Da ist gerade einer hierher gerannt und nochmal jemand. Siehst du, jetzt habe ich auch ein Gewehr. Ebenfalls eine sehr wichtige Waffe. Ich bleibe beim Colt. Dem richten wir bereits Verheerendes an. Jetzt ist es mir fast zu ruhig. Da hält ein Auto. Okay, jetzt nehme ich auch die Thompson. Ich auch. Da kommen wir nicht weiter, das ist eine Sackgasse. Tony Balls steht bereit. Ich glaube, ich habe den Falschen erwischt. Ich wollte den hinterm Auto.
mein Risikoschuss dabei. Der Colt ist nachgeladen. Wer von euch hatte die Thompson in der Hand? Ich habe so das Gefühl, die wird nicht nachgeladen. Er hat auf jeden Fall auch was. Ein Gewehr. Jetzt mal nicht provozieren, sonst kommen die tatsächlich, ne? Benutze den Hebel, um das Lagerhaustor zu öffnen. Es scheinen alle gewesen zu sein, die uns hier auf dem Weg behindert haben. Nur für Mitarbeiter der Zutritt. Erledige alle Gegner im Lagerhaus. Der erste. Komm raus da. Ich sehe deine Birne. Die haben wir alle. Da oben ist einer. Den habe ich mit dem Gewehr. Oh, da ist er runtergeflogen. Da hinten kam was. Ich nehme jetzt mal provisorisch das Gewehr und den Colt. Falls die mal weiter weg sind. Der war gefährlich. Er hat mich erwischt. Geh mal in Deckung, danke. Sonst hätte ich die jetzt nämlich die ganze Zeit ebenfalls in den Hinterkopf geschossen. Weiß nicht, ob ich ihn hab. Was ist hinter der Deckung? Das, was die serviere ich ihm ab. Jetzt habe ich ihn. Einer auf der anderen Seite. Weit weg vom Ort des Geschehens. Da ist noch einer. Ach, das wird wieder nichts. Klar, aber mit der Thompson trifft's besser. Triff dich mit Tony beim Zug. Erstmal, ich spick mal kurz hoch, ob es da noch mal ein bisschen Munition zum Nachladen gibt. Die hat einfach die Tür zugemacht. Ich kann da auch gar nicht rein. Sie alle ja immer nur dieselben Modelle führen, bei denen ich bereits noch volle Munition habe. Ich dachte gerade, das wären Granaten. Naja, nichts wirklich zu holen hier, schade. Treffe ich mich mit ihm beim Zug. Das war wohl der letzte. Okay, ich starte die Lok. Du machst das Haupttor auf und entfernst die Klötze unter den Rädern. Befreie die Zugräder, aber eigentlich hätte ich ja erst das Tor aufmachen sollen. Ist ja egal. Sollten irgendwo vorne sein. Oh, oh, da dampft's bereits. Da ist einer, entferne die Keile. Oh, ciao, da kommen wir niemals hin. Jetzt hat das automatisch gedeichselt. Das ist der erste, der weg ist. Hey, Joe, siehst du das riesige Tor da vorne? Mach es endlich auf! Ich wollte, ja, öffne die Vordertüren. Aber er wollte erst den Bremsklotz entfernen. Der Hebel ist auf der Fußgängerbrücke über dem Zug. Muss ich jetzt extra die lange Leiter nehmen? Was man nicht tut, es tut, um endlich hier zur Crew zu gehören. Na bitte, da habe ich was für die Thompson gekriegt. Jetzt hat sie auch volles Magazin. Aha. MK2-Granaten. Drücke zweimal 1, um eine Granate vorzubereiten. Ein Magazin. Könnten wir auch mitnehmen, wenn wir wollten. Na toll. Beschütze den Zug. Beschütze den Zug. Erstmal beschütze ich mein eigenes Leben. Es sind nämlich sehr viele Gegner.
holzen jetzt auch gleich meine Deckung hier weg. Er hat schon bis ganz nach oben geschafft. Da sehe ich nur Beine. Jetzt schnell da runter. Da oben ist es nämlich echt nicht sicher, ne? Komm her. Habe ich vor dem Zug erledigt. Wir haben es geschafft. Gut gemacht, Joey. Pass auf. Wenn wir den Scheiß los sind, machen wir einen drauf. Ich will dich jemandem vorstellen. Tja, Rita sitzt jetzt im Bau und mir sitzt Tag und Nacht die Angst im Nacken. Ja, davon habe ich schon gehört. Aber hey, Tony wirkt für dich und du warst gut heute. Darum sage ich dir was. Mach weiter gute Arbeit und bleib sauber. Dann rede ich mit den Jungs. Mal sehen, ob ein Freibrief für dich rausspringt. Freibrief? Wie meinst du das? Ein Freibrief. Damit du dir wegen der Clementi-Jungs keine Sorgen mehr machen musst. Was meinst du? Also, dann trinken wir drauf. Organisieren wir uns den Freibrief unter der Hilfe von Eddie Scarpa und Tony Balls. Beginne deine nächste Mission. $2000 hier für den Coup am Zug.